auf den Stopp der globalen Erwärmung, sonst droht uns die totale Zerstörung. Klimawandel mit katastrophalen Folgen. Grausame Bilder aus den Massentieren. Auf den Weiden wächst kein Gras mehr. Jedes Jahr 7 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Wenn Politiker Forschern das Wort im Mund verdrehen, wird's nicht leicht und mit Sicherheit auch unbequem. Wir müssen Zeit investieren und uns gescheit informieren. Damit's leider kapieren, müssen wir uns weiter formieren. Bitte schau über den Tellerrand und denk noch, woher das kommt, was auf dem Tellerland. Also mir geht kein Fleisch nicht ab. Das ist gesund und denke ja gar nicht auf ein Fleisch. Ich bin schon mein Leben lang Vegetarier. Ich habe gehört, das hilft ganz gut. Ich weiß, dass es gesund ist und dass es gut ist, aber für mich nicht. Es ist wichtiger, dass man Bauern unterstützt, als was anderes. Fleisch, na ja, alle mag es. Also vegan, Veganerin war ich nicht. Ich gebe Massentierhaltung. Das ist auf jeden Fall, das ist auch was Schlechtes. Sehr schlimm, Bruder. Sehr bin ja dagegen. Zum Beispiel, wo es die Schweine und so Eisbären schlachten, richtig wild. Wir müssen was Gescheites produzieren. Fruchtfolge, artgerechte Tierhaltung, funktioniert alles. Früher habe ich sehr viel Fleisch gegessen und mir war es auch wurscht, wo es herkommt, Hauptsache ich kann es mir leisten. Ja, da Familien, wo vielleicht 7 Kinder sind, die würden Eltern nicht gut verdienen und die wollen ihre Kinder abbieten, Fleisch zum Essen oder zum McGee's gehen oder so, aber die Realität ist halt, dass das für solche Familien oft nicht leistbar wäre, wenn die Fleischindustrie nicht so wäre, wie es ist. Pilze werden sehr gern genommen, ist auch so, ob die regional möglich ist zu produzieren und die Leute genießen dann auch wirklich auch fleischlos. Sie ist einmal vegan schon seit 2 Jahren, das ist sowieso das größte Thema, was man machen kann, wenn es um Klimaschutz geht. Ja, einfach weniger Fleisch essen, gell? Ja, Bro, ist so. Schon, oder? Vielleicht einmal im Monat, dass ich auf Fleisch zurückgreife, das ich weiß, das hat mal ein Freund von uns selber geschossen und dann ist ich wütend und sonst eigentlich brauche ich das ganze Jahr kein Fleisch. Die Angebote fördern und regionale Bauern fördern, dass das alles einfach einen leichten Zugang hat, dass man einfach die Leute attraktive Angebote kriegen, dass nicht nur im Supermarkt billigste Sachen kaufen müssen, die nicht super produziert sind. Unsere Qualität, Regionalität, das wird überall Werbung gemacht damit und im Hintergrund rennt aber der Haus ganz anders. Für Regionales ist ja Bio. Und ist sicher besser, wie wenn man jetzt bei irgendwelchen großen Ketten Bio kauft, weil das ja oft der Schmäh ist oder weiß nicht, dann kaufe ich mir ein Bio-Zeug aus Italien, das da mit dem LKW umgeführt wird. Beim Supermarkt sollte man halt auch auf die einheimischen bäuerlichen Produkte zählen. Regional einkaufen, also Freitag ist Markttag, das ist ganz, ganz selbstverständlich für mich. Nein, ägyptische Erdäpfel bieten wir nicht an. Wir sind eben ein regionaler Betrieb aus Everding. Und man sollte die lokalen Leute unterstützen. Gibt es auch bessere Preise und eine gute Qualität gibt es auch. Warum muss ich Chemie einsetzen, wenn es eher so anwächst? In Erdäpfel schmeckst du Geschmacken, in Gemüse, überall schmeckst du es. Und wenn du Chemie dabei hast, schmeckst du nichts mehr. Das Regionale ist nur wichtiger wie Bio für die Leute, dass sie halt da womöglich sogar den Bauern kennen. Regionale und saisonale Produkte überhaupt bei der Ernährung. Wir schauen sowieso, dass wir es sehr regional bringen, was halt am nächsten ist. Was es aus Österreich nicht gibt, da schaut man halt, ob es es aus Italien gibt oder Ungarn gibt. Ich schaue, wie die Dinge verpackt sind. Ich kaufe sehr viel offen. Das heißt, ich gehe halt mit dem Geschirr einkaufen und reduziere dazu den Plastikmüll. Dass man vielleicht schaut, dass man, wenn man Fleisch oder Wurst kauft, dass man dann auch gleich Deckel mitnimmt und nicht das Papier verwendet. Also ich koche voll, voll gern und ich koche natürlich auch voll gern vegan und wenn man dann war leider erlaubt und einer das Essen quasi präsentiert und dann kommen selber auch auf Ideen, was halt was gut sein kann oder dass es halt auch easy ist, dass man sich so ernährt, ist halt eine Vorbildwirkung quasi. Mhm. Ich schaue, dass ich wirklich alles verbrauche. Ich habe selber eine kleine Landwirtschaft, erzeuge mir meine Produkte selbst, da weiß ich, wo das herkommt. Ist natürlich das der Best Case. Dort, wo es möglich ist, auch schaut, dass man einen Biogarten hat, also einen Garten, der nicht mit Kunstdünger oder auch mit Spritzmittel behandelt wird, sondern den man einen Garten sein lässt, wo man Wiesen wachsen lässt, solange es geht, und wo man auch Bäume pflanzt.
wichtig, dass du dir das anschaust. Hand drauf, weil sie nichts ändern wird, wenn du nur davon laufst. Denk nach, wie viel CO2 du zurücklässt. Weil die Regierung nur Wort und kein Druck macht. Es kann in jedem von uns ein Klimaherd stecken. Wir müssen selber unser Wort retten.